Hallo und herzlich willkommen. Unter dem Titel Ich will mitmischen, jung und politisch in Hamburg, haben wir insgesamt 4 Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der 4 Jugendorganisationen JUSOS, Junge Union, Grüne Jugend und Julis über Zoom durchgeführt. Der Ausgangspunkt dieses Online-Formats ist der gleichnamige Workshop der Landeszentrale für politische Bildung, bei dem Hamburger Jugendliche seit 1,5 Jahren in die Begegnung und den Austausch mit jungen PolitikerInnen und Politikern treten. Ja, aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Workshops nicht weiter durchgeführt werden, weshalb eine neue Idee jetzt rauskommen musste, und mit 2 Teamenden führen wir gemeinsam Interviews mit Parteiakteuren zu verschiedenen Themen. Ja, nach einer langen Sommerpause sind wir jetzt endlich wieder zurück mit spannenden Sendungen und super tollen Gästen. Der Titel dieser neuen Sendung lautet Ich will mitmischen, jung und gemeinsam stark für andere in Hamburg. Mit diesem Titel wollen wir diesmal ihr überparteiliche und zivilgesellschaftliche Organisation interviewen, die ein hohes Engagement aufweisen, um Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken. Heute sprechen wir mit Lina Ebbicke. Lina Ebbicke ist die Sprecherin der Hochschulgruppe von Amnesty International an der Uni Hamburg. Sie studiert Jura und wird uns gleich erzählen, was sie alles so bei Amnesty macht und wer Amnesty überhaupt genau ist. Wir haben auch die 2 Themen heute dabei, nämlich Johanna und Jonas. Beide haben Fragen vorbereitet, die sie Lina auf jeden Fall stellen wollen. Ja, erstmal hallo an alle. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, Lina, du bist Sprecherin der Hochschulgruppe der Amnesty International. Warum genau engagierst du dich dort? Was genau machst du dort? Also ich bin dazu gekommen, ehrlich gesagt, was heißt durch Zufall, aber ich habe mal so geguckt in Hamburg am Campus der Uni, was kann man machen, wie kann man sich auch so ein bisschen mit internationalem Bezug engagieren, und bin dann auf die Hochschulgruppe gestoßen und so hat das Ganze sozusagen angefangen. Und mit welchen Themen beschäftigt ihr euch genau bei der Amnesty International? Also die Themen sind ganz unterschiedlich und vielfältig, gerade weil wir auch keine Themengruppe sind, sondern eben die Hochschulgruppe an der Uni angedockt, haben wir dann einen total bunten Blumenstrauß sozusagen, aus dem wir da auswählen können. Und mir persönlich, bei mir sind so die Frauenrechte, die Gleichstellung, für die ich mich besonders interessiere. Ich sehe auch, du hast direkt von Amnesty International Büro zugeschaltet. Magst du vielleicht uns vielleicht ein kleines bisschen mal rumführen und vielleicht gibst du ein Symbol für Amnesty, was Amnesty genau ist? Ja, also ich bin genau in den Büroräumen, das ist hier das Bezirksbüro, aber wir benutzen das genauso, die Räumlichkeiten. Hier sind, ich glaube, 3 richtige Büroräume und ich bin hier im Konferenzraum. Der sieht jetzt ein bisschen anders aus, darum kann ich hier auch nicht alles zeigen, weil der Rest ist gar nicht so sehenswert gerade. Wir müssen natürlich auch ein bisschen Tische rücken aufgrund der Hygienemaßnahmen, der Abstandsregelung, und ich habe es mir gerade hier so ein bisschen eingerichtet für euch quasi. Genau, hinter mir seht ihr so eine kleine Bücherwand, da steht zum Beispiel der Annual Report von Amnesty drin, dann da das Plakat, das ist die Kampagne Nimm Rassismus persönlich, und auch noch hinter mir der Messestand, genau, mit Amnesty International und auch unserem Logo, der Kerze. Soweit ich weiß, das war eine Künstlerin, die das entworfen hat, das Logo. Und das ist, glaube ich, zurückzuführen auf den Spruch, man sollte nicht über die Dunkelheiten meckern, sondern lieber eine Kerze anzünden. Ich glaube, irgendwie so ähnlich, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig wiedergegeben, aber ihr kriegt eine Idee. Genau, und das ist so ein bisschen unser Symbol, von dem sozusagen alles ausgeht. Sehr, sehr schön. Wie können dann Jugendliche in Hamburg genau mitmachen bei Amnesty International? Also das ist, würde ich so sagen, durch Corona sogar noch ein bisschen kürzere Wege geworden, weil man uns einfach direkt digital anschreiben kann. Wir mussten auch so ein bisschen gucken. Normalerweise haben wir Gruppentreffen einmal im Monat, wo sich die ganze Gruppe einmal trifft und bespricht, was ist passiert, was für Projekte stehen an. Und jetzt ist es eben so, dass das meiste so ein bisschen digital stattfindet. Und wir haben eben eine WhatsApp-Gruppe, in der sind wir organisiert gerade, und eben auch Meetings, so wie das, was wir jetzt gerade machen, machen wir dann auch mit der ganzen Gruppe, wo wir uns austauschen können. Und wenn man mitmachen will, dann kann man ganz einfach uns entweder eine E-Mail schreiben
Oder aber auch gerne bei Instagram uns schreiben. Wir haben da einen Account. Da kann man sich auch so ein bisschen angucken, was wir gerade machen. Wir dokumentieren unsere Aktion natürlich auch. Und wir haben auch noch eine Website und eine Facebook-Seite. Also man findet uns eigentlich auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben auch zwei Teaminnen dabei, nämlich Johanna und Jonas. Ihr habt beide zu verschiedenen Themen Fragen vorbereitet, die ihr Lina stellen möchtet. Ich würde sagen, wir beginnen. Wie ihr wisst, wir haben 20 Minuten maximal. Also lasst uns auf jeden Fall starten. Johanna, wenn du magst, kannst du gerne mit deiner ersten Frage anfangen. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Lina, du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, dass Amnesty für eine ganz große Vielfalt von Themen steht und es sehr, sehr viele unterschiedliche Kampagnen gibt. Und wenn wir uns so Menschenrechtsverletzungen angucken, gegen die Amnesty sich ja positioniert, dann hat man ja manchmal auch ein bisschen so das Gefühl, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Also es wird nicht so schnell so viel besser, wie wir uns das eigentlich alle wünschen würden. Und deshalb würde mich interessieren, was denn für dich die erfolgreichste Kampagne von Amnesty war, seit du selber schon dabei bist. Also so dein persönlicher größter Erfolg mit Amnesty bisher. Also das ist eine total schöne Frage. Man kann die natürlich jetzt auf verschiedene Arten und Weisen beantworten, weil wie du gesagt hast, die ganz großen Veränderungen, die man sich wahrscheinlich auch so wünscht, wenn man sich mit Menschenrechten beschäftigt und auch einfach angefixt wird, weil man denkt, okay, es gibt super große und viele Ungerechtigkeiten und die auch alle sieht. Das ist natürlich schwierig, das Ganze so zu bemessen. Aber ich persönlich würde sagen, mein größter Erfolg vielleicht in meinem Engagement bei Amnesty ist sozusagen die ganze Hochschulgruppe und wie sie jetzt gerade besteht. Also als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass ich das so ein bisschen einfach auch, weil es eine Unigruppe ist, das ist natürlich super dynamisch. Die Studierenden kommen und gehen. Je nach Semester, es verändert sich super viel. Und da habe ich jetzt mit meiner Kollegin, also wir sind Sprecherin im Team, wir sind zu zweit, wir haben die ganze Gruppe gerade so ein bisschen wiederbelebt und wieder neu aufgebaut und sind jetzt gerade so ein bisschen da bei die ersten Früchte sozusagen tatsächlich zu tragen, weil wir uns angefangen haben zu vernetzen, in Hamburg auch angefangen haben, eben viel auf Demos präsent zu sein, uns da mit Initiativen auszutauschen und zu vernetzen und im Endeffekt natürlich daneben, wenn man die großen Aktionen von Amnesty mitmacht, wie jetzt zum Beispiel ein Briefmarathon oder so eine Urgent Action und dann sieht, okay, da ist wirklich eine Person jetzt freigekommen, sind es natürlich auch die Sachen von Mensch zu Mensch, sage ich mal. Also wenn man einen Stand hat und die Leute kommen vorbei und sagen, wow, Amnesty und tolle Arbeit und macht so weiter. Oder man bekommt eine total positive Rückmeldung von Leuten, mit denen man gerne kooperieren möchte und die sagen, ja klar, komm vorbei. Wir haben da auch Lust drauf. Oder eben, was mir persönlich super viel Spaß macht, sind zum Beispiel Filmabende, die wir organisieren und dann das Feedback auch direkt von den Leuten zu bekommen, die dann irgendwie sagen zu einem speziellen Thema, okay, krass, das wusste ich einfach überhaupt nicht und da bin ich jetzt total sensibilisiert und habe Lust, mir das auch noch mehr anzugucken, weil ich denke, da muss einfach jeder auch so ein bisschen gucken, wo man am besten ansetzen kann und genau, auch so in seinem Umfeld sozusagen die größte Veränderung auch irgendwie machen kann. Und wenn man das dann feststellt, das ist auf jeden Fall ein totaler Erfolg. Jonas, welche Frage hast du an Lina? Genau, du hast ja eben schon angesprochen, diese thematische Vielfalt, die ihr abdecken könnt als Organisation. Und mich würde interessieren, wie sozusagen die Themensetzung bei euch funktioniert. Also wie entscheidet ihr, worum ihr euch als nächstes kümmern wollt? Also es ist so, dass Amnesty ja so eine große Organisation ist, weil sie auch relativ, wie soll ich sagen, reglementiert aufgebaut ist, sage ich mal. Also es gibt klare Strukturen. Es gibt einmal das Hauptbüro sozusagen in London. Da kommen natürlich die ganzen weltweiten Kampagnen her. Und dann gibt es eben für Deutschland auch nochmal ein Büro in Berlin. Und die versorgen uns dann auch mit total viel Material und eben auch der Themensetzung.
Dann gibt es auch, wenn man sagt, okay, mir brennt jetzt auf der Seele wirklich das Thema, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass es Themengruppen, dass man Themengruppen gründen kann oder sich Themengruppen anschließen kann. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir auch weiterhin sozusagen gut fundiert und recherchiert bleiben wollen. Also Amnesty wird ja auch oft angefragt zu bestimmten Themen, deren Meinung oder deren Einschätzung zu geben. Und auf diesem Niveau, das wollen wir sozusagen halten. Aber bei uns in der Hochschulgruppe ist es auch so, wie gesagt, wir haben keinen Themenschwerpunkt, sondern es ist eher so, dass wir auch im Bezirk in Hamburg, das ist noch die nächste Ebene sozusagen, die Themen besprechen und man da auch total flexibel ist, Themen einzubringen. Also da orientiert man sich genau einmal an den Kampagnen, die eben aus Berlin kommen, aber auch viel an dem, was jetzt gerade passiert, auch in Hamburg. Also bei uns war jetzt so aus dem letzten Jahr kommt, total wichtig mit Fridays for Future. Im Moment ist es auch wieder das Thema Geflüchtete und natürlich Rassismus offensichtlich, Black Lives Matter, diese ganze Bewegung. Da steigen wir dann natürlich auch dementsprechend mit ein. Okay. Hast du weitere Fragen, Johanna, die du an Lina gerne stellen möchtest? Mir ist jetzt gerade noch so eine durch den Kopf gegangen, weil du Black Lives Matter angesprochen hast und auch von diesen Themenabenden erzählt hast oder Filmabenden erzählt hast, wo Menschen erzählt haben oder reagiert haben auf euer Programm damit, dass sie gesagt haben, boah, das wusste ich noch gar nicht. Ihr konfrontiert euch dabei Amnesty ja auch mit sehr, sehr emotional schwierigen Themen und mit großen, ja, eben wirklich irgendwie Verbrechen gegen die Menschlichkeit und großen Grausamkeiten und so. Wie geht's dir damit oder wie geht ihr damit in der Gruppe um? Also das muss ich sagen, war bei uns noch gar nicht so ein großes Thema, obwohl es eigentlich total offensichtlich ist, wie du es ja auch sagst. Also das ist sehr oft ist ja politischer Aktivismus insgesamt, geht ja da los, wo irgendwas negativ ist oder irgendwas verändert werden muss. Aber das bedeutet ja auch, dass man selber mit einer gewissen Motivation rangeht, weil man ein Ziel verfolgt. Und ich denke mal, bei uns speziell in der Gruppe, wir sind relativ mitgliederstark, ist es auch einfach so, dass die Gruppe das trägt und dass man einfach weiß, man ist nicht alleine und sowas kann einfach auch total empowernd sein und das finde ich auch total schön an so einem Engagement, dass man eben zusammenkommt mit Leuten, die irgendwo das gleiche Ziel haben und man sich da einfach gegenseitig total gut unterstützen kann und auch eben mittragen kann. Und auch wenn es dann eben Themen sind, wo man dann vielleicht auch nach Hause geht und so denkt, Mensch, am liebsten hätte ich noch viel mehr erreicht oder am liebsten würde ich jetzt viel, viel mehr verändern, ist es doch immer schön einfach zu sehen, okay, wir sind in der Gruppe und wir haben alle das gleiche Ziel und es lohnt sich irgendwo. Und man sieht ja auch kleine Erfolge. Und ja, da ist es, glaube ich, einfach auch ganz wichtig, dass man genau so ein bisschen den Rückhalt der Gruppe hat. Aber insgesamt kann ich das wirklich auch jedem empfehlen, so ein Engagement, das ist einfach auch mit wenigen Leuten schon super empowernd. Das hört auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Jonas, du hast jetzt noch die Chance, deine Frage an Lina zu stellen, wenn du noch eine hast, natürlich. Ja, ich fände es spannend, zu fragen, wie so aus deiner Sicht die Zusammenarbeit mit, also zwischen Amnesty oder vielleicht auch anderen so NGOs, also die Zusammenarbeit zwischen Organisationen wie Amnesty und sozusagen klassisch politischen Akteuren, also seien das jetzt Parteien, Regierung oder irgendwie einzelne Ansprechpartner, wie sowas abläuft und ob das eher, also du hast ja eben dieses empowernde Gemeinschaftsgefühl angesprochen, ob das eher einen ausbremst, weil es super frustrierend ist, oder ob man da auch Erfolge erzielen kann, die einen dann irgendwie dazu anhalten, weiterzumachen und einen eher noch motivieren. Also wie läuft das so ab? Also vielleicht erstmal zum Thema politische Akteure. Amnesty ist ja eine NGO. Das bedeutet,
sozusagen parteipolitisch neutral. Und das ist auch relativ wichtig, um eben so eine Instanz zu bleiben und auch sozusagen das Gesicht zu wahren, sage ich jetzt einfach mal so dramatisch, weil wir eben ja auch oft angerufen werden, wegen unserer Länderberichte zum Beispiel oder auch zu anderen Themen quasi als neutrale Person befragt werden. Trotzdem macht Amnesty auch Lobbyarbeit und auch relativ politische Arbeit, würde ich sagen. Zum Beispiel bei der Ausformulierung von Menschenrechtsdokumenten sind auch oft Mitglieder von Amnesty dabei. Und zu diesen Themen werden wir eben auch befragt. Aber mit anderen NGOs kann es schon mal sein, dass wir zusammenarbeiten. Also jetzt für uns, auch in Hamburg, kann ich so sprechen, dass wir, wie gesagt, einmal die Zusammenarbeit mit Fridays for Future angeregt haben und auch gerade dabei sind, zu überlegen, wie wir mit Seebrücke e.V. eventuell zusammenarbeiten können, aufgrund einfach der Thematiken, die sich da überschneiden. Und ja, the more the merrier. Also da ist es, glaube ich, schon so, dass man da auch mehr Unterstützer generieren kann, eine größere Aufmerksamkeit generieren kann. Aber es ist auch trotzdem noch so, dass Amnesty eine gewisse Policy hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man bei allen Sachen, wo man sagt, okay, da sind wir auch für, sozusagen den Amnesty-Stempel drunter setzen kann. Das war jetzt vor allen Dingen im Zusammenhang mit den Demos für das Klima so ein bisschen so ein Punkt mit Extinction Rebellion, ob da wirklich die Ziele inhaltlich komplett übereinkommen oder übereinstimmen oder eben nicht. Also da selektiert man dann schon noch ein bisschen, um eben auch ja, Amnesty so zu wahren, sozusagen auf dem Niveau, auf dem es jetzt schon ist. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es auch total schön, nochmal mit anderen Leuten auf jeden Fall in Austausch zu treten, die genau was anderes sozusagen als Grund haben. Bei uns sind es ja die Menschenrechte, das ist sozusagen unsere Basis, unsere Argumentationsbasis. Und für andere ist es vielleicht was anderes oder was anderes ist im Vordergrund. Und da dann aber trotzdem so zusammenzukommen und auch zu gucken, wie organisieren sich andere Gruppen, was machen andere, was finden andere wichtig, wo kann man auch irgendwie voneinander lernen oder sich eben am Schluss einfach unterstützen. Ich habe auch noch mal eine Frage an dich. Ja. Was für Menschen treffen sich denn genau, um bei Amnesty International aktiv zu werden? Also welche Menschengruppen? Kannst du es vielleicht ein bisschen beschreiben? Ganz kurz. Also ich würde sagen, dass es relativ unterschiedlich ist. Bei uns in der Gruppe natürlich, weil wir die Hochschulgruppe sind, sind es vornehmlich Studierende, auch von der Uni Hamburg tatsächlich. Und das ist auch auffällig, sehr auffällig, vornehmlich Jurastudierende. Also das ist dann doch irgendwie, lockt das die am meisten an. Einfach durch diesen Menschenrechtsbezug, weil man dann irgendwie auch nicht fachfremd ist und da auch einfach aus dem Studium schon Sachen in der Theorie gelernt hat und die irgendwie umsetzen kann. Und das kann einfach auch nochmal eine total gute Motivation sein, wenn man dann auch sieht, okay, wofür mache ich das? Und wenn man dann sieht, dass sich das so überschneidet. Aber es sind auch Leute, die komplett was anderes studieren oder komplett was anderes machen und wo Amnesty einfach sozusagen dann das private Engagement ist, was irgendwie den privaten Interessen entspricht. Und im Bezirk insgesamt sind wir auch also komplett gemischt, alle möglichen Altersgruppen auch vertreten. Ja, also eine sehr gemischte Gruppe, würde ich sagen. Ja, okay. Ihr Lieben, die 20 Minuten sind leider schon um. Sehr schade. Ich bedanke mich, Lina, für diesen tollen Einblick bei Amnesty International. Ich bedanke mich bei Johanna und Jonas, dass ihr auch dabei wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das, was jetzt noch kommen wird mit der neuen Themenreihe. Genau. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.